Lassen Sie mich zu Beginn bei dieser SGB-Novelle nicht nur persönlich, sondern auch als Obmann des Innenausschusses den Polizistinnen und Polizisten danken. Wir haben immer eine Diskussion, wenn es um Rechte, um Ausrüstung und um Geld für die Polizei geht. Wir haben vor einigen Tagen erlebt oder erleben müssen, wie rasch etwas passiert, das, was man sich oft alles nicht vorstellen kann. Und ich glaube, dass genau in dieser Stunde, so wie was den Hinterbliebenen des einen Kollegen, aber auch den Angehörigen des schwer angeschossenen Kollegen, unser Mitgefühl und unser Gedenken ganz einfach sein muss. Und meine Damen und Herren,